Viel Spannung beim heutigen Tom-Turbo-Abenteuer. Wünscht euch Knabbernossi. Herzlich willkommen in Tom Turbos Detektivclub. Das ist der heutige Fall. Der Schreck im Schlosspark. Was soll das? Das gibt der Tom Turbo. Hilfe, Boss! Stefanie hat einen Tipp für eine absolut sichere Verschlüsselung einer Geheimbotschaft gefunden. Dominik wundert sich, was an dieser Liste so geheimnisvoll sein soll. Mach es nicht so spannend. Was ist der Trick? Und heute im Geheimarchiv, da erfahrt ihr Erstaunliches über Hubertus Hex. Schnick, schnack. Auf ins Abenteuer. Löst den heutigen Fall und knackt das streng geheime Codewort. Wir hassen das Licht, was hell ist und bunt. Das mögen wir nicht. Meine Strümpfe und das Schlossdach haben etwas gemeinsam. Was? Löcher. Wie lange muss ich es noch ertragen, in dieser Bruchbude zu hausen? Hier ist es so feucht und eisig, dass jeder meiner Knochen bereits gefroren ist. Dann hat er zwei Eiszapfen als Füße. Was hat er da zu kichern, Mr. Moose? Nichts, edler Fürstfinster. Statt dumme Witze zu machen, soll er mir lieber Geld und Gold beschaffen. Sonst fällt uns noch das Schloss über dem Kopf zusammen. Das wäre furchtbar. Sie beide taugen zu gar nichts. Das gilt vielleicht für Mr. Moose. Ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Welchen? Befragen Sie den Spiegel der finsteren Pläne. Sie ist vielleicht doch brauchbar. Spiegel der finsteren Pläne, zeige mir jetzt und hier den Schlüssel zu Schätzen und Geld. Mit welchem bösen Plan werde ich zum Reichsten der Welt? Wer ist das? Ein Mädchen? Das sehe ich auch. Beeilen Sie sich, dieses Mädchen zu finden, sonst lasse ich Sie beide in der Sonne grillen. Was sagst du, Violetta? Das sind die Schätze des Königshauses, die später einmal alle Ihnen gehören werden, kleine Hoheit. Zu deinem heutigen Geburtstag wollte ich sie dir zum ersten Mal zeigen. Das ist ja wie ein Märchen. So viel Gold. Und die größten Edelsteine der Welt. Du bist jetzt schon ein großes Mädchen. Und daher vertraue ich dir heute an, wie die Tür zur Schatzkammer geöffnet werden kann. Das wissen nur Ihr Vater, König Leonardo, und dann auch Sie. Prinzessin Violetta. Du kannst doch so ein großes Geheimnis für dich behalten, Töchterchen. Mhm. Und das hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Freust du dich? Ja, Papa, es ist sehr hübsch, aber... Raphael, was hat sie? Was bedrückt sie in letzter Zeit? Als ihr treuer Diener muss ich Ihnen sagen, dass die Prinzessin sehr allein ist. Sie hätte gerne andere Kinder zum Spielen.
Ja, aber das nächste Königshaus ist weit entfernt. Sie hätte bestimmt auch Freude mit dem Besuch von bürgerlichen Kindern. Ach ja? Ja, dann bringen Sie welche. Zum Geburtstagspicknick in den Schlosspark. Läufer Schnee und Sonnenschein, was könnte da noch schöner sein? Tom, hat sich schon zu dir herumgesprochen, dass wir Sommer haben? Natürlich, Boss, aber ich habe nur dieses Lied gespeichert. Dann schicke ich dir ein paar andere, die besser zur Jahreszeit passen. Pulver, Schnee und Sonnenschein. Lieder sind an dich unterwegs. Eingetroffen, Boss. Ich spiele sie sofort. Das habe ich dir aber nicht geschickt. Das ist mein Gauner-Alarm. Gauner in dieser Gegend? Der Alarm hat recht. Detektive, habt ihr die Gauner auch gesehen? Wo sind hier Gauner zu entdecken? Dorthin. Dahin. Dorthin. Nein. Ach, der rollende Fahrradschreck. Ärger auf Rädern. Ich bin das tollste Fahrrad der Welt und der größte Gaunerschreck. Der größte Gaunerschreck. Gaunerschreck. Für mich bist du eine kleine Stinkwolke. Was soll das heißen, hä? So geht das, Mr. Moose. Und jetzt dorthin. Tom? Thomas an Tom Turbo? Wow. Miss Hiss muss ein Turbogebläse eingebaut haben. Kannst du dich alleine von dem Baum wieder herunterretten? Ich versuche es. Tag. Sind heute alle Kinder so wild? Nein, wir sind die Braven. Es gibt viel Wildere als uns. Ach so. Wer sind Sie? Raphael, oberster Diener der königlichen Familie. Ja, ich würde gern einige von euch einladen zum Geburtstagspicknick von Prinzessin Violette in den Schlosspark. Cool! Bei der Prinzessin? Ja. Im Schlosspark? Ja. Das ist ja traumhaft. Ja. Ich kann für Sie tanzen. Nein, ich glaube, die Prinzessin tanzt nicht. Und überhaupt würde ich euch noch ein paar Verhaltensregeln geben. Regel Nummer 1. Es ist nicht erlaubt, in Hoheiten das Hinterteil zu zeigen. Regel Nummer 2. Es ist nicht erlaubt, in der Gegenwart der Hoheiten zu niesen, in der Nase zu bohren oder zu husten. Außerdem ist es verboten, mit den Fingern zu essen, zu schmatzen, mit offenem Mund zu sprechen oder einen Kaugummi zu kauen. Es ist nicht gestattet, mit den Fingern. Das Kleid ist wunderschön. Das Hemd kratzt. Müssen wir diese komischen Sachen wirklich tragen? Ja. Und jetzt macht euch bereit zur Begrüßung. So wie wir es geprobt haben, ja? Wann darf ich endlich schauen, Papa? In wenigen Augenblicken, Violetta. Zur Überraschung, deine Gäste. Guten Tag. Nichts und verbeigen müsst ihr doch nicht machen. Ich bin Violetta. Das ist mein Papa.
Und jetzt essen wir etwas. Einverstanden? Ja! Ich hatte recht. Ja, ja, dorthin. Da ist das kleine Goldstück. Ja. Schaffe es nicht, meine Trickkiste zu öffnen. Hilfe, Boss! Tom, vielleicht hat sich etwas verklemmt. Will keine falsche Bewegung machen, sonst Absturzgefahr. Dann helfen wir dir. Detektive untersucht Tom einmal ganz genau. Ich habe den Grund für die Störung gefunden. Detektive, ihr auch? Hat sich ein Zweig in der Trickkiste verklemmt? Oder ist an Tom etwas verbogen? Oder ist ein Kabel gerissen? Was ist das? Ein Turbo-Funkarmband. Und was kann das? Damit haben wir Funkkontakt mit Thomas und Tom Turbo. Darf ich es auch einmal anlegen? Das hätte ich auch gerne. Ich schnapp sie einfach und dann weg. Nein, wir warten auf eine bessere Gelegenheit. Hilfe! Nein! Das gibt das Tom Turbo! Was ist los? Der Schall kommt von dort. Du nicht, Violetta. Was für unmögliche Kinder laufen einfach davon. Zurück, junge Herrschaften! Alle sofort umkehren! Sie sind bestimmt gleich wieder da. Aber wer hat da gerufen? Das werden sie dir dann schon erzählen. Aber du nimmst dir kein Beispiel an diesen Kindern, Violetta. Ihr Benehmen lässt zu wünschen übrig. Sie doch nachgelaufen. Hilfe! Tom Turbo! Abstoßgefahr, Sinem! Hilfe! Was sollen wir tun? Wir brauchen ein Sprungtuch oder so ein Sprungkissen. Wie bei der Feuerwehr. Timo und ich holen die Decke vom Picknick. Sinem, bleib über Tauben und pass auf, dass nichts passiert. Halt da aus, Tom Turbo! Warum kann sich die Prinzessin nicht einen Flohzirkus wünschen? Er ist angenehmer als diese Rasselbande. Wo ist Violetta? Keine Ahnung. Was tust du da? Das ist ja unerhört. Wir müssen unseren Freund zum Turbo retten. Diebstahl! Wirklich zu weit. Die königliche Decke und die Pölster. Packen Sie an, sonst gibt es gleich Blechsalat. Alles in Ordnung, Tom? Danke. Jetzt schnell Kabel flicken. Dann bin ich wieder turbofit. Prinzessin, sie ist entführt worden. Auf einem Motorrad. Wie bitte? Oh. Das waren Miss Hiss und Mr. Moose. Brauche genaue Beschreibung des Motorrades, um Verfolgung aufnehmen zu können. Ich habe da mehrere Modelle, Tim. Welches kann es gewesen sein? Ich weiß es. Ich auch. Und ihr auch, Detektive? Wie sieht das Motorrad von Miss Hiss und Mr. Moose aus? Aber ich habe mich doch nur umgedreht. Und dann war sie fort. Es ist die Schuld von diesem Fahrrad. Habe nichts mit den Gaunern zu tun. Muss schnellstens herausfinden, welchen finsteren Plan Miss Hiss und Mr. Moose haben. Bestimmt will der Fürst Lösegeld, Tom. Lösegeld für die Prinzessin. Ich fürchte, es ist noch viel schlimmer. Aber wie die Entführer davon erfahren haben, ist mir ein Rätsel.
Schlimmer? Was meinen Sie, Hoheit? Violetta kennt seit heute das Geheimnis, wie man unsere Schatzkammer öffnet. Prinzessin Violetta, mein edler Fürst. Sie muss der Schlüssel zu riesigen Schätzen sein. Das ist alles, was sie bei sich hatte. Ist das aus ihrer Schatzkammer? Wo ist der Schlüssel zur Schatzkammer? Was wollen uns diese zusammengepressten Lippen sagen? Diese zusammengepressten Lippen wollen uns sagen, dass sie ganz genau weiß, wo der Schlüssel zur Schatzkammer ist, mein edler Fürst. Mhm. Ganz richtig, Miss Hiss. Holen Sie das Geheimnis aus ihr heraus und dann plündern Sie die Schatzkammer. Jetzt rede, du kleines Goldstück. Dann bleibst du für immer hier. Und es ist hier oft sehr, sehr kalt. Muss los, die Prinzessin retten. Wir kommen mit. Kann nur eine Person mitnehmen. Sonst habe ich auf dem Rückflug keinen Platz für die Prinzessin. Ich komme mit. Und wir? Behaltet alles im Auge. Machen wir. Kennst du den Weg zu Schloss Finsterfratze? Kenne die Richtung, Boss. Gut. Noch nichts zu sehen. Hier irgendwo muss es aber sein. Tom, halt lieber an, bevor du im Kreis herumfliegst. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Ihr müsst auf dem schnellsten Weg zu Schloss Finsterfratze. Ich sehe mich noch einmal um. Sie sind ganz in der Nähe. Detektive, in welcher Richtung liegt Schloss Finsterfratze? Schreibt euch den Buchstaben auf, den ihr dort seht. Da ist ein Fenster offen. Kopf einziehen, Senem. Verkleiderungstrick. Wieso ist es schon wieder so hell hier? Nicht einmal die Fensterläden schließen wir in dieser Bruchbude. Miss Hiss? Hat er das notiert? Mit dem Gold des Königs werden wir das Schlossdach mit schwarzen Schindeln decken lassen. Oder die Scheiben schwarz streichen. Sehr wohl, Fürst Finster, edler. Mein edler Fürst? Was hat sie mir zu melden, Miss Hiss? Die Prinzessin schweigt noch immer. Dann gebe sie sich gefälligst Mühe. Ich will endlich wissen, wo der Schlüssel zur Schatzkammer zu finden ist. Mr. Moose. Ich muss hier nach. Willst wohl, dass ich einen Feuersturm speie und deine blonden Locken verbrenne? Nein, bitte nicht. Psst, Prinzessin. Mr. Moose! Hilfe! Sie mögen die Dunkelheit doch so gerne. Mr. Moose! Jetzt schnell weg! Da irren Sie sich! Wo ist die Prinzessin hin? Sie ist in meiner dunklen Macht. Niemand wagt es mir zu folgen. Sonst ist es nun das Mädchen geschehen. Mr. Moose! Tom Turbo an Detektivfreunde. Hier ist Tim, was gibt's von Turbo? Warnung! Fürst Finster wahrscheinlich unterwegs zum Schloss. Treffe in Kürze ein. Sollen wir etwas tun? Ja, Tim, ihr könnt etwas machen. Ich habe da einen Plan. Raphael.
Sie hätten niemals diese Kinder einladen sollen. Ruhalt, ich wollte doch nur das Beste für die Prinzessin. Tom wird sie bestimmt retten. Herr König, wir müssen in die Schatzkammer. Ich darf euch unter keinen Umständen verraten, wie man in die Schatzkammer kommt. Thomas, mir ist gerade etwas eingefallen. Sebastian hat Violette doch sein Funkarmband geliehen. Das muss sie noch tragen. Du meinst, vielleicht sagt sie uns, wie man in die Schatzkammer hineinkommt. Gute Idee, Tim. Ah, Funkkontakt. Violetta, pst, hey, ich bin's, Thomas. Violetta. Hilfe, bitte rettet mich. Violetta, bitte sag mir, wie kommt man in die Schatzkammer hinein? Ich darf das niemandem sagen. Violetta, Tom, Turbo und ich, wir wollen dir doch nur helfen. Man muss zuerst an der Tür alle Sterne drücken, die 5 Zacken haben. Dann geht die Tür um. Funkkontakt abgebrochen. Da, die Tür zur Schatzkammer. Detektive, jetzt geht es ans Zählen. Wie viele Sterne haben 5 Zacken? Und, herausgefunden? Wie viele Sterne muss man drücken, damit die Tür aufgeht? Ja, weiß Bescheid. Halt! Herrschaften, wohin wollt ihr? Das hier werdet ihr brauchen, um meine Prinzessin zu retten. Dieses Schmuckstück ist der Schlüssel zur Schatzkammer. Was war das? Ein riesiger Rabe? Nein, das war Fürst Finster. Er kommt gerade angerauscht. Wenn nur Tim und Sebastian schnell genug sind. Wir müssen jetzt endlich die Polizei rufen, Raphael. Sehr wohl, Hoheit. Vorsicht, Blitzlandung! Das ist genug jetzt. Wie sind wir hierher gekommen? Unterschätze sie nie die Macht des Fürsten Finster. Und jetzt öffne sie die Tür zur Schatzkammer. Das darf ich nicht. So muss ich sie zurück in mein Verlies bringen. Nein. Dann tu sie endlich, was ich ihr sage. Papa wird so enttäuscht von mir sein. Ich weiß, dass es hinter mir steht, unseliges Fahrrad. Doch habe ich hier das Mädchen als meine Gefangene. Lassen Sie Prinzessin Violetta in Ruhe. Sie haben gewonnen, Fürst Finster. Tom, bist du verrückt? Er ist nur klug und hat ein Einsehen, dass er keine Kraft gegen die Macht der Dunkelheit hat. Tom, du kannst doch nicht. Besser, ich rolle ab. Es hört sich an, als wäre die Tür jetzt offen. Ich dachte, Tom Turbo wäre ein Freund. Das dachte ich auch. Schätze sind mein. Nicht an! Aha. Hier ist das Finster! Ah. Ah, ah, ah. Ah. Welch elende Falle! Ah. Richtig, Fürst Finster! Ah. 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 Meine Augen! Ich kann nicht sehen! Ich bin geblendet! Papa, das war der aufregendste Geburtstag, den ich jemals hatte. Das kann ich gut verstehen. Für mich auch. Herr König, ich habe mir erlaubt, den geheimen Verschluss der Schatzkammertür zu verändern. Er ist jetzt noch schwieriger zu knacken.
Hoheit, ich hatte vielleicht doch recht, die Kinder zu holen. Und ihren Freund Tom Turbo. Und Prinzessin, Sie können jeden Tag wiederkommen. Genau, kommt zu uns. Aber nur, wenn ihr mich auch im Schloss besucht. Klar, dort spielen wir dann Schlossgespenster. Detektive, ich muss los. Will ja schließlich auch noch eine Wurst vom Lagerfeuer bekommen. Nicht vergessen, bleibt auf der Spur. Wie ihr mitspielen könnt, das erfahrt ihr gleich. Doch nun zum heutigen streng geheimen Detektiv-Tipp. Stefanie hat einen Tipp für eine absolut sichere Verschlüsselung einer Geheimbotschaft gefunden. Schreibe. Eine Tafel Schokolade. Drei Karotten. Zwei Melonen. Drei Äpfel. Ein Fruchtsaft. Gut, das habe ich. Dominik wundert sich, was an dieser Liste so geheimnisvoll sein soll. Stefanie hat schon so eine ähnliche Liste ausprobiert. Doch sie findet die Liste nicht mehr. Mach es nicht so spannend. Was ist der Trick? Schau dir den ersten Punkt der Liste an. Da steht eine Tafel Schokolade. Das bedeutet, nimm den ersten Buchstaben des Wortes, unterstreiche das T. Dann steht drei Karotten. Da nimmst du den dritten Buchstaben, das R. Dann den zweiten Buchstaben der zwei Melonen, das E. Den dritten Buchstaben bei drei Äpfel. Den ersten Buchstaben bei Fruchtsaft. Die Ziffern auf der Einkaufsliste sind der Schlüssel zur geheimen Nachricht. Ich hab's! Die geheime Nachricht in der Einkaufsliste heißt Treff. Da kommt Markus. Was schleppt der denn da für Sachen an? Eine Tafel Schokolade, zwei Dreiecke, zwei Reifen, ein Fisch, ein Fußball? Ach du Schreck, du hast meine Liste genommen. Das war eigentlich eine Geheimbotschaft. Und Markus hat sich schon gewundert, was Stefanie damit kochen will. Na dann, Mahlzeit. Gleich erfahrt ihr, wie ihr mitspielen könnt. Und dann verraten wir euch höchst Erstaunliches über Hubertus Hex. Jetzt geht's los. Lest eure Lösungsbuchstaben von hinten nach vorne. Sind sie richtig, ergeben sie das heutige streng geheime Codewort. Spielt mit, ruft an 0800 071 170. Oder schickt eine E-Mail an tomturbo@orf.at. Aus allen richtigen Lösungen werden 10 Detektive der Woche ermittelt. Zu gewinnen gibt es den Tom Turbo Detektivausweis, das Tom Turbo Jubiläumsbuch und als Hauptpreis eine turbotolle Lupe. Wer gewonnen hat und das streng geheime Codewort, findet ihr im Internet auf okidoki.orf.at oder auf ORF Teletext 360. Heute im Geheimarchiv Hubertus Hex. Wie wir herausgefunden haben, ist er der Cousin des Hexers. Was musst du mischen, um einen Tresor zu knacken? Wenn Hubertus einflüstert, dann steckt meistens eine Gemeinheit dahinter. Ah, das da! Reingefallen. Seine Lieblingsspeise ist übrigens Käsefondue. Wie sein Cousin, der Hexer, besitzt auch Hubertus gefährliche magische Kräfte. Ich bin verirrt. Nein. Schnick, schnack. Hilfe! Tom Turbo, hilf mir! Ich wette, der Drahtesel ist ganz in der Nähe. Das ist Bea. Aber wieso kann ich sie nirgends sehen? Gefährlichkeitsstufe recht hoch. Schnick, schnack.
Doch Tom und ich sind ihm auf der Spur. Mia, raus, mitkommen! Alexander und Turbo, Notruf! Diese Sendung widmete euch Knabbernossi.